Willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Statistik. Im Alltag begegnen uns häufig die Ergebnisse von Statistiken, und zwar in Form von Diagrammen. Überlegt einmal, welche Diagramme euch in letzter Zeit so in Zeitungen oder im Fernsehen oder Broschüren untergekommen sind. Die Ergebnisse von Umfragen werden häufig in Form von Säulendiagrammen dargestellt. Sieht zum Beispiel so aus, ein Säulendiagramm. Oder was auch noch häufig vorkommt, was wir wohl alle kennen, sind Kreisdiagramme. Manche nennen sie auch Tortendiagramme. Allgemein Kreisdiagramme genannt. Um diese Diagramme jetzt besser verstehen zu können, müssen wir wissen, welche Zahlen hier abgebildet sind. Und zwar gibt es da verschiedene Arten von Zahlen, die Häufigkeiten genannt werden. Und zwar kann ich mir überlegen, ich habe einen Baum oder mehrere Bäume und ich messe ab, wie viel dieser Baum gewachsen ist. Mein Baum ist 3 cm gewachsen. Diese 3 cm ist eine absolute Zahl. Nenne ich eine absolute Zahl. Eine absolute Häufigkeit. Auch die Anzahl der Schüler oder Schülerinnen in einer Klasse, die gerne Sport machen, das ist auch eine absolute Zahl. Also angenommen, mein Baum ist jetzt 3 cm gewachsen, dann kann das jetzt viel sein oder wenig. Ich kann diese Bedeutung von dieser Zahl nicht wirklich verstehen. Und das hängt davon ab, wie groß mein Baum ist. Wenn mein Baum jetzt selber nur 3 cm groß ist, weil er noch sehr, sehr jung ist, dann hat er sich eigentlich verdoppelt. Ist mein Baum 5 m groß, dann sind 3 cm wahrscheinlich gar nicht zu viel, werden mir gar nicht auffallen. Deswegen nimmt man diese absolute Zahl und bringt sie in Relation mit der Gesamtanzahl. Auch bei der Anzahl von Schülern oder Schülerinnen, die gerne Sport machen, dann ist es auch wichtig, diese absolute Zahl, die ich zum Beispiel A nehme, in Relation zur Gesamtanzahl zu nehmen. Das heißt, ich habe hier eine relative Häufigkeit, die mich interessiert, um zu verstehen, was meine absolute Zahl bedeutet. 3 gebrochen durch 150 ist viel weniger als 3 gebrochen durch 3. Jetzt kann es passieren, dass bei der relativen Häufigkeit ein Ergebnis rauskommt wie 3/8 oder 57/93. Das ist eine Zahl, unter der wir uns noch immer nicht sehr viel vorstellen können. Und deswegen rechnet man oft diese relative Häufigkeit in eine prozentuelle Häufigkeit um. Mit Prozent können wir gut umgehen, da haben wir ein gutes Vorstellungsvermögen. Das heißt, wir haben hier die prozentuelle Häufigkeit. Und dann nehmen wir einfach die relative Häufigkeit von vorher. Achtung, das ist nicht H, sondern das ist ein G. Und multiplizieren das mit der Zahl 100. Gut, das wären jetzt Zahlen, die ich in diesen Diagrammen verwenden könnte, die hier dargestellt werden. Zum Beispiel hier habe ich, was weiß ich, 65% und so weiter und so fort. Das Flächeninhalt des Kreises sind belegt durch diesen Teil. Das könnten diese prozentuellen Häufigkeiten sein. Ich könnte hier aber auch absolute Zahlen haben. Mein Baum ist hier um 3 cm gewachsen, der nächste Baum ist um 5 cm gewachsen und so weiter und so fort. Es gibt aber noch andere Diagramme und Darstellungsformen, zum Beispiel einen Boxplot. Da werden andere statistische Kennzahlen benötigt. Boxplots sehen ungefähr so aus. Und da brauchen wir andere statistische Kennzahlen, wie zum Beispiel den Median oder die Quartile, den Interquartilsabstand und so weiter. Eine statistische Kennzahl, die oft so im Alltagsleben verwendet wird, ist das arithmetische Mittel. X-Quert.
Schüler und Schülerinnen in einer Klasse rechnen sich oft das arithmetische Mittel der Schularbeitsnoten ihrer Klasse aus. Und bleiben wir gleich bei dem Beispiel. Wir haben eine Klasse A und in dieser Klasse sind angenommen nur 4 Personen und die haben alle die Note befriedigend bekommen. Dann ist das arithmetische Mittel in der Klasse A gleich 3. Ich habe eine Klasse B. Da gibt es 2 Schüler und Schülerinnen, die haben ein sehr gut bekommen und 2 ein nicht genügend. Berechne ich nun das arithmetische Mittel der Klasse B, so komme ich wieder auf 3. Das heißt, das arithmetische Mittel hilft mir schon, es gibt mir eine Vorstellung, aber ich kriege nicht alle Informationen heraus mit dem arithmetischen Mittel. Diese 2 Klassen sind sehr unterschiedlich. In der Klasse A liefern alle das gleiche Ergebnis, die gleiche Leistung bei der Schularbeit. In der Klasse B schneiden 2 ganz schlecht ab und andere 2 bieten das beste Ergebnis, das es überhaupt gibt. Das heißt, hier brauchen wir dann noch eine weitere statistische Kennzahl, und zwar die Standardabweichung, die mir praktisch den Mittelwert der Abweichung von diesem arithmetischen Mittel gibt. Also hier in dem Fall A wird die Standardabweichung 0 sein, alle sind gleich, der Abstand von diesem Mittelwert ist gleich 0. Hingegen im Fall B ist der Abstand groß, da wird die Standardabweichung gleich 2 sein. Ja, und so viel zu dem Überblick zum Thema Statistik. Vielen Dank.